So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute geht's weiter mit einer weiteren Dragons Mini-Neuheit. Naja, Neuheit in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall haben wir hier eine neue Version von Barf and Belch von Kotz und Wirk. Hier in der schwanznuckelnden Baby-Version. Das ist natürlich auch keine richtige Neuheit, nur halt eben die Umsetzung. Denn dieses Modell kam schon vor einem Weilchen raus. Hier komplett in Gelb. Kotz und Wirk nuckeln an ihrem Schwänzchen. So nice. Dann gab es ja auch noch diese Version hier, oder gibt es immer noch diese Version in verschiedenen Ausführungen, mit Rennstreifen, ohne Rennstreifen und vor allem unterschiedlichen Rennstreifen. Ob die alle zusammenpassen, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Aber was ihr, glaube ich, auf Anhieb seht, ist, dass diese Babyfigur auf jeden Fall größer ist als dieses Modellchen hier. Da hat man die ohne Zahnfiguren doch ein bisschen besser gegenseitig angepasst, denn die Babyversion ist dann doch noch ein Stückchen größer als dieses kleine Modell hier. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, was man sonst noch alles für Unterschiede von diesem Modell zu diesem Vorgänger finden. Denn die gelbe Version ist aus Gummi. Warum lange rätseln? Auspacken! So, ganz kurzer Blick auf die Verpackung. Ne, hier das neue Design ohne Zahn und Häkchen fliegen hier über unser Modell. Und hier unten ganz groß und reißerisch der Name unserer heutigen Minifigur mit der Warnung vor verschluckbaren Kleinteilchen. Empfohlen ab 4 Jahren, kommt von Spin Master. Die Rückseite wurde ebenfalls neu gestaltet. Keine Vorschau auf andere, lediglich ohne Zähnchen, was hier reinschaut und die üblichen Hinweise, das Copyright und die ganzen Siegel. Seitlich haben wir hier Kotz und Wirk in der Erwachsenenform mit dem Dragons Schriftzug und auf dieser Seite das neue Zeichen ihrer Klasse. Hier auf der Unterseite findet ihr noch eine Servicenummer von Spin Master, auch für Deutschland. Und das finde ich auch sehr interessant. Bringen Sie das Produkt nicht zum Laden zurück, haben Sie eine Frage oder benötigen Unterstützung, wenden Sie sich an den Kundendienst. Ne? Also cool, finde ich wirklich interessant. Okay, dann ganz schnell hier aufpacken. So, Ritsch, Ratsch, Rutsch. Verpackung futsch. So kann man sagen, ne? Ja, die ganze Blisterverpackung hier innen ist viel, viel weicher als bei den alten. Und die Figuren sind nochmal zusätzlich durch ein Gummi gesichert. Ja, auch hier, das schneide ich trotzdem durch. Ratsch. Und fertig. Okay, so. Gummi noch richtig wegmachen. Alles klar. Oh, auch die Figur hier ist aus Gummi. Schaut euch mal an, wie man das hier biegen kann. Das finde ich ja interessant. Denn es glänzt weitaus weniger, als ich mir das vorgestellt hätte. Das finde ich ja echt mal interessant. Cool. So, bevor ich jetzt irgendetwas anschaue, halte ich mal dieses ältere Modell daneben. Und das sah zwar aus wie aus einem Guss, aber hier wurden tatsächlich Teile montiert, wie zum Beispiel die Hinterbeine und die Flügel, aber wurde sehr, sehr sauber gemacht. Man hat also bei den Beinen hier fast nichts gesehen. Ja, bemalt wurde hier eigentlich auch nur die Zähne und die Augen. Das haben sie aber echt schön gemacht. Also, das war wirklich stimmig. Interessant, dass man hier auf dem gelben Untergrund auch noch die Augen gelb bemalt hat. Lediglich die Pupille schwarz mit einem Lichtpunkt, okay, sonst wurde hier gar nichts bemalt. Aber ich glaube, das Modell ist recht gut bei den Leuten angekommen, meiner Erfahrung nach. Sieht halt eben durch diese, ja, einfarbige Gestaltung eher ein bisschen aus wie ein Kotz und Wirk im Embryo-Stadium, ja, im Ei noch nicht geschlüpft, könnte man meinen. Und hier haben wir halt wirklich ein richtiges Baby oder richtige Babys. Man tut sich ja immer schwer, bei diesem Drachen hier von einer Person zu sprechen, weil die beiden Köpfe halt wirklich so viel Charakter besitzen, dass man da, ja, von zwei Drachen sprechen möchte. Zwei Drachen in einem Körper. Auch sehr interessant, wie anders diese grüne, bemalte Version aussieht.
Ja, vor allem auch hier gerade im Augenbereich. Hier hat man eine ganz andere Wirkung wie bei diesem gelben Modell. Aber ansonsten kann ich sagen, es ist exakt genau das gleiche Modell. Auch hier wurden die Beine anmontiert, die Flügelchen wurden anmontiert. Ja, das wurde gut gemacht, aber man sieht sie halt wesentlich deutlicher als bei dem gelben Modell. Okay, bevor ich es vergesse, was haben wir hier für eine Größe? Na, bleibt er stehen? Der will rollen. Kotz und Wirk wollen rollen. Okay, dann halt auf dem Rücken. Ich habe hier eine Höhe von circa 5,5 cm oder eine Länge, je nachdem, wie man das messen möchte. Und so rum komme ich auf ein bisschen über 6 cm. Kann man sehen, einigermaßen. So 6,3 cm in etwa, ne? Wenn es aufrecht sitzt. Unser Modell, was es allerdings nicht tut, es fällt um oder es rollt halt nach hinten. Hier stützt es sich auf den Flügelchen auf und hier will es nach hinten rollen, denn die Flügelchen sind echt sehr weich. Okay, ja, die sind hier fast noch ein bisschen weicher wie bei dem gelben Exemplar. Das ist ja auch mal interessant, oder? Gut, also die Schwänzchen hier sind mit dem Kopf verbunden, die könnt ihr nicht rausziehen oder sowas, die sind wirklich fest. Die Köpfe könnt ihr auch nicht extra bewegen, ihr seht, das ist ein Guss mehr oder weniger, aber ihr könnt halt, dass sie so weich sind, ein bisschen auseinander machen, ja, oder zusammendrücken, je nachdem wie ihr das wollt, aber viel machen könnt ihr da definitiv nicht, das ist auch halb so wild, aber ich finde die Figuren, die Bemalung, die ganze Skulptur, Weltklasse. Also für mich absolutes, lohnenswertes Repaint von dieser Figur. Leider hat man auch hier wieder die Muster nicht ein bisschen schöner bemalt, sondern ist halt letztendlich über das Grün einfach mit einem dunklen Braun drüber gegangen und Kopf, Hals und Bauch ein bisschen mit so einem Hellgrau oder Weiß gesprüht. Dabei ist das Weiß hier teilweise auch auf die Pfötchen gekommen, aber das ist eigentlich alles halb so wild. Ja, das Muster sieht man an für sich, wurde sehr schön hier reinmodelliert, kommt richtig deutlich raus, aber wurde halt nicht extra bemalt. Das wäre schon ziemlich aufwendig. Aber das eignet sich natürlich auch wunderbar für ein Repaint, ne, indem man das ganze Modell einfach nochmal grün bemalt und dann eben die Kleckse in einer entsprechenden anderen Farbe, rötliches Braun, helles Braun, dunkelbraun, wie euch das Ganze gefällt. Auch die Flügelchen vor allem, ne? Okay, auch wenn hier dieses Weiß oder dieses Grau ein bisschen auf die Pfoten drauf ging, muss ich sagen, ist der Paintjob, also die Bemalung, doch wirklich sehr schön gelungen. Vor allem hat man hier auch die Augen an dieses Modell hier angepasst, ne? Ihr seht ja hier oben unten dieser Augenstrich, Lidschatten, wie auch immer man das nennen möchte. Und das hat man hier sehr schön übernommen. Also von dem her ist die Bemalung schon ziemlich aufwendig. Auch hier die Augen wieder gelb mit einer großen schwarzen Pupille. Schöner Lichtfleck hier drin. Das macht das Ganze lebendig. Ganz toll finde ich diesen hellen Klecks hier auf der Schnauze. Sieht man das? Das gibt dem Kopf noch ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, Tiefe, Räumlichkeit. Auch wenn das ganze Ding schon 3D ist, das finde ich klasse, ne? Diesen hellen Fleck hier unter den Hörnchen, auch die sind übrigens sauber bemalt, cool. Auch die Zähnchen über Unterbiss schön weiß bemalt, nichts verschmiert, gar nichts, super. Finde es auch gut, dass sie das Maul nicht extra noch mit einer dunklen Farbe nachbemalt haben, ne? Die Linie, das wäre ein bisschen zu krass geworden und von dem her gefällt mir das richtig, richtig gut. Also schon toll bemalt. Die Hörnchen, die haben keine extra Farbe bekommen. Das finde ich halt schade, ne? Das finde ich, hätte man ruhig auch noch braun bemalen können. Aufwand hin oder her, das hätte mir wesentlich besser gefallen. Die Krallen haben sie auch nicht extra in einer anderen Farbe bemalt. Hier kann man das sehr schön sehen, aber die sind total goldig, die Krallen. Das kommt halt alles noch ein bisschen deutlicher raus als bei der komplett gelben Figur. Auch diese Bauchschuppen, die sich hier noch bis über den Schweif hier ziehen. Dann die Zipperstacheln, auch die sind klasse geworden, haben genau die Form, die sie auch haben sollen, aber wurden auch nicht extra bemalt, einfach nur drüber gesprüht, seht ihr ja. Die Flügelchen auch total goldig, hier mit Stempelchen versehen und vor allem noch der Flugarm zu sehen, schon wirklich nettes Modell. Und auch hier am Kopf unten seht ihr noch ein paar solche Stachelchen rausstehen. Und ich stelle mir vor, dass dieses Besprühen der Unterseite des Bauches gar nicht mal so einfach war, ohne hier alles über den ganzen Drachen zu sprühen.
Also von dem her haben sie das echt klasse gemacht und hat wirklich sehr, sehr nette Details. Die ganze Stellung von den Gliedmaßen, die Füßchen, die Hände, die Flügelchen, auch wie es modelliert wurde, total goldig. Und auch die Musterflecken, die wir hier sehen, richtig, richtig schön gemacht. Ich sag ja, also das eignet sich megamäßig für ein Repaint, denn ihr habt hier schon die ganzen Vorgaben für die Flecken. Ihr braucht hier nichts blind malen oder so. Einfach entsprechend die Flecke anmalen und ihr habt hier einen perfekten Kotz und Wirk. Zieht sich auch über den kompletten Schweif bis nach oben. Das ist ja der Hammer, oder? Also, klasse Modell, gefällt mir richtig, richtig gut. Die Gesichter schauen genau gleich, also da gibt es keine Unterschiede, stört aber nicht wirklich. Oder stört euch das? Hättet ihr euch da andere Gesichtsausdrücke gewünscht? Ich meine, die nuckeln halt, was willst du da machen, ne? Ich meine, ihr kriegt ja hier in diesem Modell zwei unterschiedliche Gesichter, von dem her ist es schon okay. Aber man kann hier schon erkennen, wie klein die Köpfe von diesem rechten Modell hier sind und wie groß, ja, die Babyköpfchen eigentlich rauskommen, ne? Also diese Figur überrollt die hier locker, ne? Aber wirklich locker. Gut, ich stelle hier mal alle Modelle auf den Tisch. Schade, dass der so nicht stehen bleibt. Doch, so kann man auch hinstellen. Okay, und dann stelle ich mal die anderen einfach daneben. Das sind halt die beiden mit Rennstreifen. Hier war der Unterschied diese Bemalung. Hier seht ihr gelb und blau und hier gelb und grün. Ne? So, und dann habe ich halt noch die ganz normale Version ohne Rennbemalung. Auch die war seinerzeit wirklich sauber bemalt. Die Figur sieht witzigerweise noch kleiner aus als die beiden Modelle mit Rennbemalung. Ich kann es euch auch nicht sagen, warum. Es ist einfach so. Ich kann es euch nicht sagen. Wenn man so aus der Nähe sieht, klar sind sie gleich, aber wenn ihr es ein bisschen aus der Entfernung seht, wirkt die ganz normale Version immer ein bisschen kleiner. Warum auch immer. So, also dann stelle ich die jetzt mal kurz auf. Also hier jetzt einfach mal alle offiziell bei Spin Master erschienenen Kotz- und Wirk-Figuren. Das normale Modell, die beiden mit Rennstreifen und Baby Kotz und Wirk. Einmal rechts in der gelben Version, manche sagen Embryo-Version und links in der neuen bearbeiteten grünen Version. Wie schon gesagt, man kann hier jetzt so actionmäßig nichts großartig bewegen, aber ihr könnt die Modelle, die Babymodelle, durchs Zimmer rollen lassen. Ja, ähnlich wie der Rollangriff von der großen Actionfigur. Das geht, aber in erster Linie ist auch das eher ein Aufstellstück, wo man einfach so seine Freude dran haben kann. Ja, bleibt natürlich zu hoffen, dass gerade von den Minis tatsächlich noch ein paar echte Neuheiten erscheinen werden. Es waren und sind ja noch einige Drachen angekündigt. Ja, ich hoffe, dass wir das noch alles erleben werden. Mich wird's sehr, sehr freuen. Und ja, mehr gibt's von mir dazu eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass ich dieses neue Modell jetzt natürlich auch noch hier 360 Grad laufen lasse, damit ihr es noch mal ein bisschen näher betrachten könnt, ohne meine Finger. Meine Empfehlung kriegt's auf jeden Fall. Schön gemacht, Spin Master. Aber ich würde mich auch über richtige Neuheiten freuen. Mit ohne Zahn habt ihr es ja schon gezeigt. Also bitte weiter so. Dann, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay.
Du.